Hallo und willkommen zurück zu Trendiniers Let's Plays und Final Fantasy XII The Zodiac Age. Ja, wir sind hier im Salika-Wald unterwegs gewesen und sind hier nach links zur Totenstadt Nabudes, aber die war vom Gegnerlevel sehr, sehr stark. Nabreus, Sümpfe hoch, war das gleiche der Fall, deswegen laufe ich jetzt gerade wieder zurück, in der Hoffnung, dass ich tatsächlich irgendwie falsch gelaufen bin. Weil eigentlich bin ich überlevelt und eigentlich sollten mir die Gegner keine Probleme machen. Und das mit denen ja. Passt auch. Aber da oben, da sterben meine Charaktere regelmäßig. Was mich in meiner Vermutung ein bisschen bestätigt. Ein Ras Al-Geti. Ob das eine Waffe ist? Okay, ist nur ein Fortuna-Hase, die kennen wir ja. Ein Äther. So, aber hier jetzt in dem Gebiet möchte ich mal nicht so schnell rumlaufen. In Gebieten, die wir kennen oder wo wir einfach nur durchrennen müssen, gerne, aber das ist sonst zu schnell, finde ich. Okay, es geht nach oben lang. Ich hoffe mal, dass der eine Weg vor dem Speicherpunkt rechts, dass der auch mit dem hier verbunden ist. Das würde es ersparen, dass man hier nochmal langlaufen muss. Noch ein Ether. Okay, ja, links scheint eine Verbindung zu sein. Dann gehen wir auch erstmal da lang. Stimmt, ist in der Sequenz, als wir gesprochen, in der Totenstadt da waren, Nabudes oder Nabuda oder wie sie hieß, da hieß es auch Gen Osten. Deswegen muss ich auch rechts gehen. Also deswegen war mal tatsächlich falsch. Aber hätte mich auch echt gewundert. Na, mal sehen. Das waren jetzt ja nur weitere Indizien. So, meine Mana-Tante hat kein Mana mehr bald. Da müsste ich vielleicht mal ein Gambit reinmachen bei der Magierin. Oh, eine Karte. Genau, da geht's weiter. Ein Gambit reinmachen würde ich sagen, der, wenn sie nur noch 20% hat, ihr Mana gibt oder so. Oder vielleicht 10%, weil meistens ist man ja dann in der Nähe von einem Speicherpunkt. Die kommen ja relativ häufig eigentlich. So, war ich hier? Ja, da bin ich hochgekommen. Dann brauche ich auch nicht da unten langlaufen. Die sprachen hier vorhin, dass sie eine Brücke reparieren, aber so richtig mitbekommen. Wo habe ich jetzt nicht? Aber vielleicht kommt das jetzt rechts, wo wir langlaufen. Nur ein bisschen Geld. So, na dann. Wieder rüber. Und Gen Osten. Weggebasht. Die Reparaturen am Tor werden eure Geduld noch auf eine Parteprobe stellen, Kubo. 9 meiner Schüler sind nicht aus dem Salika-Wald zurückgekehrt. Mit ihnen würde das Tor viel schneller repariert, Kubo. Ich vermute, sie faulenzen in den Baumhäusern.
Wenn nur jemand meinen verloren gegangenen neuen Mokis ausfinden. Na toll, die hatten wir alle schon gefunden. Vor langer Zeit zog ich mit meinen neun meiner besten Schüler los, um die historischen Bauwerke auf ganz Valis zu untersuchen. Kupo, auf unsere Forschungsreise wurden wir im Salika weit von Monstern überfallen. Doch der König von Nebradia rettete uns und lud uns Mokris als Gäste auf seinen Palast ein. Kupo, um uns zu revanchieren, durchschlugen wir das Steinmassiv und bauten dieses Tor, um die Passage zwischen dem Salika-Wald und der Fonküste zu vereinfachen. Und des Königs von Nabridia, unser Retter und Gönner, zu gedenken, halten wir seitdem das Tor in Stand. Vor allem diese kleinen Viecher sollen Handwerksmeister sein. Das muss ich mir von euch nicht sagen lassen, Kubo. Jedenfalls müsst ihr warten, bis das Tor repariert ist. Okay, also wieder zurück. Und jetzt habe ich auch rechts diese Anzeige mit den Kupos. Jetzt darf ich eh nochmal den ganzen Wald durchqueren. Okay, aber jetzt mache ich Tempo hoch. So, einen hatten wir eben hier drüben. Da gehe ich jetzt auch mit Fullspeed hin. So, das war hier rechts lang. Kupopo? Der Meister sucht uns, Kupo? Dann Kupo, wie los, bevor er wieder anfängt zu schmollen und uns seinen Bommel um die Ohren schlägt. Mhm, das klingt seltsam. Wiedersehen. Noch sieben. Ich hatte doch aber nur drei Bäumhäuser. Das heißt hoffentlich, dass in einem vier sind. So, dann würde ich sagen, hier rüber. Ah, man sieht es sogar auf der Karte. Sehr gut. Aber genau dahin wäre ich jetzt auch gelaufen. Okay, also nicht nur, dass ich falsch gelaufen bin vorher. Ich bin auch... Man muss jetzt sogar hier zweimal durch den Wald. Wodurch man natürlich umso mehr Erfahrung auch gesammelt hätte noch. Aber klar, die Gegner waren deutlich zu stark. Allein in dieser Totenstadt. Die Fallen, die haben mich ja schon gekillt. Da. So, das sind wieder nur zwei. Hätte jetzt erwartet, dass 3x3 sind. Wieder nur zwei. Wo ein Baumhaus reichen würde für alle neun, so klein wie die sind. Tja, und die letzten drei, da muss ich doch bestimmt irgendjemanden bekämpfen oder irgend sowas. Ich hoffe, man sieht's auf der Karte. Ganz unten am Speicherpunkt. Ach stimmt, da standen welche. Blöd nur, dass ich gerade aus der Richtung kam. Ja, ja, ja. Aber die drei wurden mir vorher nicht angezeigt, glaube ich. Alle Faulenzen im Mogri wurden auswendig gemacht. Ah, sehr gut. Dann muss ich nicht nochmal dort durch den Wald laufen. Was machen die da bitte schön mit ihren kleinen Händchen?
Weil alle mit angefasst haben, waren die Reparaturbeiten ein Klacksgrube. Wir sind die größten Mogris weit und breit. Ah ja. Groß. Groß ist ein Adjektiv, was mir nicht in den Sinn gekommen wäre bei denen hier. Krass, das sagt jeder von denen was anderes. Eine Schärpe. Upp. Ah. Halbiert Feuer. Das wäre in dem Kampf gegen den Dings vorhin gut gewesen. So, nächstes Gebiet. Küste hieß es ja, glaube ich. Oh ja, schön. It would seem we made the right choice. If we'd taken the easy way and come by airship, one of those patrols would no doubt have been quick to roll out the red carpet. We're on the Empire's doorstep now, so we shouldn't have to worry quite so much. But that's no excuse to get sloppy. Sloppy. It is still a long road to the capital. Ein Speicherpunkt. Aber wir machen noch ein bisschen weiter. Kaukura. Lol. Um dann noch einen Gebietswechsel zu haben, dann hätten wir das Gebiet auch noch drinnen lassen können. Was hast denn du? Ah, ein Mandragora. Doch erstmal die, die feindselig sind. So, laufen wir mal einmal rum. Ah, wobei, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch in jedes Gebiet einmal kurz reinlinsen. Das, was wir schon mal auf der Karte haben. Neue Fischgegner auch. Piranhas, fliegende Piranhas. Level up. Eine Schmelke. Was für eine Attacke gerade. So, damit ist das fertig. Da ich mich immer gerne links halte, laufe ich einfach immer links lang. Rechts wäre ja auch eigentlich am Wasser. Ist die Frage, ob wir jetzt als nächstes in so ein Fischerdorf müssen oder am Wasser vorbei in irgendeine neue Stadt. In den Bergen. Da ist irgendjemand. Ah, okay. Da ist noch ein anderes Gebiet, wo man noch nicht langkommt. Womit ich ein Schokobo da noch brauche. So, jetzt will ich aber mal gucken. Ich würde gerne rauszoomen, geht aber gar nicht.
Okay. Drei Gebiete. Das ist echt riesig hier. Aber es sind schöne Gebiete. So offen. Küste. Nachdem ich ja ein Dreivierteljahr auf Teneriffa gelebt habe, fühle ich mich dem Meer ja sehr verbunden. Kleinmondragoras sind eigentlich nicht schlimm, ne? Aber wo die sind, gibt es irgendwann noch einen großen. Krass, der hat sich nicht angegriffen gefühlt, dadurch, dass ich seinen Partner gekillt habe. Provoziert gefühlt, das wollte ich sagen. So, so sieht es doch ganz gut aus, dass wir hier die beiden Gebiete angucken. Da haut er ab. Ah, ich bin perfekt gelaufen. Es grenzt in einer Sackgasse. Also alle Gebiete haben sich wieder vereint, meinte ich. So, aber diesmal will ich unten lang. Einmal Gebietswechsel und schon sind alle wieder, alle Items wieder da. So, ich würde jetzt... Ah, genau, perfekt. Gerade würde ich sagen, gerne speichern. Die Stadt erkunden wir uns... Ah, es kommt noch eine Sequenz. Ist aber nicht gerade groß. Weil das am Wasser ist. Die hatten gerade überall Wasser. Why the capital? The Nethysite. I must destroy it. Are you sure? You don't want it for yourself? Use its power to restore Dalmasca? Something like that? The best intentions invite the worst kind of trouble. Lusting for ever greater power. Blinded by the Nethysite. Is that how you see me? That does sound like someone I know. He was obsessed with Nethysite. It was all he cared about. Redet er von sich selbst? Babble nonsense, blind to aught but the stone's power. Like I said, he'd talk about some Enna, or was it Vena? No matter. Thank you. Everything he did to get closer to the Nethysite, to understand it. He made airships, weapons, he even made me a judge. You're a judge? Part of a past I'd rather forget. It didn't last long. I ran. I left the judges and him. Sidolphus Demon Bonanza. Draclo Laboratory's very own Dr. Sid. That's when he lost his heart to Nethysite. Lost himself.
And I suppose that's when I lost my father. Don't follow in his footsteps. I ran away. I couldn't stand seeing him like that, a slave to the stone. So I ran, free at last. Funny, I went for the Dusk Shard. How could I have known that it was Nethersite? And then, of course, I met you. All that running, and I got nowhere. It's time to end this. Cut my ties to the past. It's hard to leave the past behind, I know. Marriage of convenience. Symbol of the alliance between Nebradia and Delmasca. This is how they see our match. They do they? These roles we play. I must admit, I find it wearying. I will play mine. I would have no other. Beide so trübselige Charaktere. The choice is yours to make. But don't give your heart to a stone. You're too strong for that, Princess. I pray you're right, Balthier. So. Wir wollen erstmal eine kleine Pause machen. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Schönes Osterfest.